Ende wieder mal was hinten rauskommt. Und das soll 15.000 Mark wert sein, sagt sein Produzent. Er erklärte sein Mist zur Kunst und die soll beschädigt worden sein. Ich bin klargestellt, statt so lange meine Arbeit einfach rücksichtslos beschädigt zu haben und verlange ich 15.000 Mark Schadenersatz wegen meiner Arbeit. Begonnen hat der Kotknatsch schon vor 3 Jahren im Solinger Klingelmuseum. Dort wollte Provokationsprofi Mutter Medi ausstellen, 2 Installationen, Arbeitstitel Geschwister. Die beiden Objekte brauner Konsistenz waren eingereichte Arbeiten für die Bergische Kunstausstellung. Naserümpfen bei der Auswahljury, aber vor allem bei dem Museumspersonal. Also wir haben eine Fußbodenheizung. Und die Arbeit, die der Künstler eingeliefert hat, bestand aus Fotografien. An die waren Tüten getackert, in denen befand sich das Ergebnis einer morgendlichen Toilettensitzung. Das war ja nicht in meinem Sinne. Einer hatte schon gekotzt und den anderen ging es auch nicht so gut. Also ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich musste die Arbeit aus den Räumen erstmal entfernen. Das stand dem Künstler gehörig und so wurde aus der Fäkalie eine Justizsache. Das Wuppertaler Landgericht beriet heute über den Wert des angeblich kaputten Kunstcodes. Marktwert ist um die 30.000 Mark. Und diese Arbeit war vor 3 Jahren, und vor 3 Jahren war mein Marktwert 15.000 Mark. Und ich bestelle auch einfach, wie ich das will. Keine bestimmte Runde bestimmt das. Ja, ist wie bei einem Mordwagen. Ne? Der Besitzer versucht, das Größte rauszuschlagen, was er kann. Und der Preis ist ein Grundschiff Künstlers. Prozessgewinner schon jetzt ist Stuhlkünstler Mutter Medi. Der Skandal bringt Ruhm. Das Wuppertaler Atelier, die Stinksache als Wertsteigerung für seine kulturellen Ergüsse. Mit Spannung erwartet der Ausgang des Verfahrens. Das ist ungewiss, eben wieder mal völlig unklar, was letztlich zählt, nämlich das, was hinten rauskommt.